unterwegs Richtung Rohrbach auf der Bundesstraße 252. Irgendwo mitten in Deutschland drin, hinter Marburg. Hinter mir steht Töpke aus Immendingen, aus Freiburg. Aber es soll mir egal sein. Fieser Blitzer. Naja, man muss halt einfach sein Spiel hier halten hier. Sonst ist man am Arsch. War jetzt gerade ein Leerlauf. Der Druck auf dem Pedal reicht, das schon. Allein schon mal, dass es dann nicht läuft, habe ich schon genug Power, den rollen zu lassen. Mittlerweile bin ich ein bisschen zu langsam, aber ich fahre gerade sehr spritsparend, weil ich Zeit habe. Und rechtzeitig auf der Stange bin. So, rechts geht's nach Rosenthal, in schöne Rosenthal. Alter, da gibt's doch Porzellan, oder? Ja, der sieht mich und fährt trotzdem raus, weißt du? Arschgeigen einfach. Die wissen das. Aber ich habe eigentlich 10 Kilometer eingebüßt. Jetzt beobachtet er mich komisch. Kann man 50 fahren, halt wieder. Bremst auf einmal. Links abbrechen.
Jetzt suchen wir die Adresse.
mich. Schon aufpassen, wenn am Standstreifen was liegt oder so, und dass man dann auch rechtzeitig ausweicht. Aber wenn du den ganzen Tag nur Auto fährst, dann kriegst du halt irgendwann einmal so ein Feeling. Ja. Und dann machst du es einfach. Oder auch nicht. Ich kenne nicht viele, die das machen. Aber wenn ich es mache, machen es manchmal andere nach. Ja. Genau. Jeder Talsport, ja, da war ich doch letztes Mal mal. Das ist eine geile Strecke, absolut gut zu fahren. Und dann habe ich, sag mal, ständige falsche Richtung zu fahren. Aber jetzt weiß ich selber, wie ich ihn habe.
wunderschöne Naturstrecke, ne? Links neben dran passiert ab und zu ein Fluss. Aber leider nicht viel von der Perspektive aus, kann ich aber auch nicht ändern. Doch könnte ich eigentlich schon, wenn ich das Handy weiter oben hinbaue, aber da habe ich jetzt mal die Überlegung gestartet, vielleicht mache ich es ja. Aber dann ist es mal bis Sichtfeld. Und das sollte nicht sein. Ich muss ja beim Fahren auch was sehen können, ne? Wie auch immer. Deutschland so sein Reiz, ne? Wenn man das jetzt hier mal sieht, finde ich geil. Also deswegen bin ich LKW-Fahrer, weil ich immer schon einen Blick in die weite Welt schmeißen wollte, ne? Damit wir mal das jetzt dann auch mal erklärt haben. Ja. Ah, die Selbstgespräche, die Gespräche, die wo ich mit mir selbst führe. Aber immer noch überlegen, wo ich nach muss. Und deswegen werden wir den Videos dann auch langsam wieder beenden. Aber jede Talsperre nehmen wir noch mit. Da freuen wir uns alle drauf. Hier sieht man kurz schön aus. Und auf Krobach geht es immer noch 14, 16 Kilometer.
zwei, drei Orte, wo man da rauspillen kann, ist Kirche, Not und Heim. Möchte sich einer was gedacht haben. Aber auf jeden Fall steht da Kirche. Da gehen die wahrscheinlich immer in die Messe rein. In die Messe rein, ne? So. Nationalpark, Killerwald. Hey, jetzt sind wir schon im Nationalpark, ist doch geil, oder? Der Park für die Nationen. Talsperre. Jetzt geht gleich wieder Brücke drüber. Ja, es sieht halt exakt nicht ganz. Aber unter uns kommt jetzt leider Fluss und zwar nach dieser Kurve. Ei, den Traktor und den anderen LKW da. Ich muss weiter auf Korbach, das geht geradeaus über die Brücke drüber. Das müsste jetzt die Edertalsperre sein. Nehmen wir also Edersee, da ist er wieder. Langsam, aber verdammt hohe Stausee, man sieht rechts Wasser. Jo, das ist der Edersee. Scheiße. Und die Haltestelle heißt Herzhausen, wer hätte es doch nicht gedacht. Komm, lass uns mal nach Herzhausen gehen. Ich glaube, das ist ein gutes Urlaubsgebiet. So mal für Dinger. Mal ganz alt ist und wenn man nicht mehr weit weggehen will, dann geht man nach Herzhausen. Da gibt es ein Haare, ich weiß nicht. Ja, der 30 ist hier nicht, oder? 1,22. Echt Depp hat bei Korbach getankt. Das tut mir jetzt da weh, echt.